Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Wir sind immer noch im Kampf gegen Dransort und machen ihn jetzt platt. Habe ich mir jedenfalls vorgenommen. Aber wenn nicht, dann wäre das ein bisschen blöd. Ja, geil war. Wir machen hier nur kritische Treffer irgendwie. Ich glaube, Mila hat ein Windschwert, weil ihre Normalangriff schon verdammt viel abziehen. Und immer Power-Treffer kommt. Also würde ich mal behaupten, sie hat eine Windklinge. Oh, das sah sehr schmerzhaft aus. Und ich habe keine TP. Nein. Dagegen gibt es doch was vom Ananas-Gummi. Von Gummi. Davon gibt es doch was von Gummi. Aua. Ne, sie hat keine. Jetzt hat sie Power-Treffer. Der jetzt nicht mehr. Hat irgendjemand anders, glaube ich, Windklinge. Aua. Aua. Und wir sind gleich tot. Ah. Hilf mir. Heil mich. Danke. Wow, du machst sogar, was ich will. Sehr gut. Final Gale. Und gleich wirst du tot. Ein bisschen einseitig der Kampf, nur mit Windmagie hier. Aua. Was soll dieser Angriff? Du ziehst null dabei ab. Und gleich haben wir noch eine Grenzüberschreitung. Zack. Boah, wenn ich mal da treffen würde, ne? Und jetzt noch Mystic Art. Zack. Noch mehr Wind. Damn. Elementarbeherrschung. Und weg bist du. Alle erschöpft außer sie. Drando, die heuchelnde Bestie. Und Sadist. Ja, wollte ich schon immer sein. Wir könnten mal ruhig wieder mehr als zwei bekommen. Weil das war jetzt... Na egal. Gut. Die Fähre werden das mir erstmal nun wegschließen. Das war ein bisschen leise. Egal. Die vier werden das mir erstmal nun wegschließen. Los! Macht euer Ding. Es hat funktioniert. Das mir erstmal verschwindet. Was ist mit dir los? Scheint, als hätten wir es geschafft und keinen Moment zu früh. Ja, du hast die ganze Zeit Silvia aufrecht gehalten, ne? Jude, geht's dir gut? Hast du etwas davon eingeatmet? Nein, alles in Ordnung. Ich habe mich nur gefragt, wieso dieses Monster dort war. Es war eine Teufelsbestie, oder? Ich glaube schon. Eines der Monsters, mit dem jeden Kampf stärker werden. Dem jeden Kampf stärker werden sollen. Es war unser Glück, dass es gerade Miasma eingeatmet hatte. Wenn es bei vollen Kräften gewesen wäre, wenn es... Oh, das hat Leia gesagt. Ich entschuldige mich für meine Stimme. Ich habe einen Frosch im Hals. Es muss unterirdisch gereist sein und sich zufällig einen Weg hierhin begaben haben. Ganz gewiss ein Glücksfall. Ihr habt wohl recht, aber ich frage mich dennoch. Was wäre, wenn dieses Monster hierher gekommen ist, um uns freien Willen zu sterben? Hä, warum sollte es das tun? Naja, es würde nur zum Kämpfen erschaffen, nicht wahr? Vielleicht wollte es nicht mehr kämpfen und glaubte, dass ihm das mir erstmal beim Sterben helfen könnte. Ein edles Ende für eine edle Bestie, das ist fast schon poetisch. Wir haben also einen Wunsch erfüllt, dass wir es besiegt haben? Wir werden wohl nie erfahren, wie er es sagte. Aber der Gedanke, dass es früher ein unerwünschtes Zweck erschaffte Kreatur mit ihrem Schicksal hadert, das scheint mir nicht so weit hergeholt. Ja, egal, wir haben eine Waffe bekommen. Teufelsklingbeherrscher. Okay. Für Mila, diese Waffe benutzt Dransort, eine der Teufelsbestien. Ihre schwarze Klinge heult, als erleideten sie Todesqualen. Okay.
So viel stärker ist sie aber jetzt nicht. Ich dachte, das sind so richtige Imba-Waffen. Obwohl, eigentlich sind meine Waffen ja nur vom Shop hier abhängig, deswegen kann ich nicht erwarten, dass ich jetzt solche starke Dinger bekomme. Weil vom Shop die Sachen sind schon stark genug. So. Bist auch in der letzten Ebene, ne? Ah, das du ihn zur Auswahl. Zornschürer. Durch Verspotten wirst du für 5 Sekunden das Ziel feindlicher Angriffe. Tödliche Eröffnung. Der nächste Kombo-Angriff nach einem Rückwärtsschritt. Ausweichmanöver beim feindlichen Angriff. Das ist kritisch. Okay. Geistauflagen. Halte bei jeder Ladung plus 3% TP. Das ist doch mal geil. Zurückerlangte Kraft. Erhole ich langsam. Okay. Und hier. Dauerhaft kritisch. Bei Grenzüberschreitung sind alle Angriffe kritisch. Wow. Es ist aber jetzt nichts dabei, was ich jetzt unbedingt haben möchte, ganz ehrlich. Wohl, das klingt nicht schlecht. Oder, weiß nicht. Ich würde mal sagen, das mit den, ja, hier ist noch was. Nehmen wir das, weil ich mich nicht entscheiden kann. Sicher. Und Leia, du hast auch schon alles voll, stimmt. Erfahrungsbogen. Habe ich mir ja schon angeguckt, was du alles hast. Nee. Seriengebrauch. Nachdem du ein Objekt benutzt hast, kannst du sofort das nächste benutzen. Oh, cool. Also keine Ladezeit mehr dazwischen. Ja, zurückerlangte Kraft. Bewegliche Rüstung. Vermeide Trommeln beim freien Laufen. Oh, cool. Komplettschutz. Ermöglicht die Verringerung magischer und physischer Schäden. Ach so, ja. Ist aber auch nicht so was ich unbedingt haben möchte. Ich muss die unteren Reihen sowieso hier erstmal alle machen. Also nicht alle, aber die meisten. Zornschürer hast du auch. Erfahrungsbelohnung. Das klingt nicht schlecht. Nehmen wir die. Weil ich mich nicht entscheiden kann. Auch schon wieder die gleiche Ecke. Psyche 2, ja. Na gut. Dann würde ich noch ein bisschen, hey, ich habe schon wieder was verpasst, was soll das? Dann würde ich sagen, wir erkunden dieses kleine Gebietchen noch und dann beende ich verfrüht den Part. Oder? Hä? Ach ja, wir mussten ja nur das Miasma erledigen, genau. Aber, hä, warum mussten wir das nochmal machen? Um wo durchzukommen? Ich bin manchmal etwas verwirrt hier durch. So ist auch eine Woche her. Und hier, das sagt mir nicht viel. Okay, dann speichere ich hier und beende die Aufnahmesession erstmal. Wir haben ja viel erreicht. Wir haben den Drachen fertig gemacht. Wir haben Beutegegenstände gesammelt. Also als Entschuldigung. Ich bin jetzt auch schon 5-6 Parts am Stück am Aufnehmen, deswegen reicht das. Ich kann noch ein bisschen die Fertigkeiten nachgucken, aber das kann ich auch offscreen machen. Das ist nämlich so langweilig, ne? Glaubt ihr nicht? Ne, kann ich nicht. Ich habe keine Dingens mehr. FP frei. So, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen und sage Tschüss.